Wir sind immer noch im Vorlesungsteil, der so ein bisschen die Szenerie setzen soll, motivieren soll, was Information Retrieval eigentlich ist, wo wir herkommen, wo wir hinwollen, und sind jetzt in dem Abschnitt, der sich damit beschäftigt, was die Begriffe eigentlich bedeuten, die man benutzt. Wenn man beispielsweise Information Retrieval sagt, da steckt Information drin, also was sind denn Informationen? Hat jeder sicherlich so ein bisschen eine Vorstellung. Wir werden jetzt hier nochmal ein kleines bisschen formalisiertere Definition geben, die natürlich, wie Sie nicht anders erwartet haben, wahrscheinlich darauf basiert, was eigentlich Daten sind. Also man fängt immer damit an zu fragen, was sind denn Daten, was sind Informationen, was sind Wissen oder was ist Wissen? Das sind so die typischen Definitionen, die man im Bereich der Informationswissenschaft sehen würde. Also eine Wissenschaft, die sich eben damit beschäftigt, was Informationen sind, wie Menschen damit umgehen. Eher ein bisschen weniger technisch als vielleicht der Bereich des Information Retrieval, aber die Konzepte, die Begriffe sind natürlich auch nützlich, wenn man Verfahren entwickelt. Ja, es fängt damit an, dass man irgendwie sagen muss, was eigentlich Daten sind, und das ist einfach eine Symbolfolge, die auf irgendeinem Speichermedium gespeichert wird. Also können Sie sich das vorstellen als natürlich als Informatiker Folge von Nullen und Einsen, und diese Folgen von Nullen und Einsen stehen dann für irgendwas, indem man ein Encoding benutzt oder so. Wenn man jetzt fragt, was eigentlich denn Information ist, naja, viel mehr als Daten ist es auch nicht, aber es sind nützliche Daten, die für irgendwas nützlich sind, also für eine Frage, die jemand hat oder die irgendwie hilft, für eine Person irgendwie als Mittel zum Zweck etwas zu lösen. Dann sind Informationen nützliche Daten, beziehungsweise nützliche Daten sind Informationen. Und darüber steht dann wieder so dieser Begriff des Wissens, also irgendwie das, was man sich vielleicht aus allen Informationen, die man jemals so gesehen hat, ableitet an Gedanken, die man so hat, Erinnerungen oder irgendwelchen Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, das würde man als Wissen bezeichnen. Also Grundlage sind Daten, nützliche Daten sind dann Informationen, und aus Informationen generiert sich bei verschiedenen Personen eben unterschiedliche Formen von Wissen. Wenn man das Ganze so ein bisschen verfolgt und sich fragt, sind das die einzigen Definitionen, die es gibt? Naja, natürlich nicht. Ich verweise ganz besonders hier auf so eine Veröffentlichung, die sagt, okay, es gibt mindestens 44 verschiedene Arten, wie man das versuchen könnte zu beschreiben, was eigentlich Daten, Information und Wissen ist. Es ist also jetzt nicht so die in Stein gemeißelte Definition, aber wenn Sie es kurz genug, sodass die meisten wahrscheinlich da mitgehen könnten und sagen können, naja, Daten, Information, Wissen, das ist so ein Dreischritt, den man vielleicht gehen kann. Grundlage ist es Daten, und aus Daten wird Information, und aus Informationen kann man Wissen generieren. Das Ganze ist so ein bisschen eher philosophisch angehaucht. Wer sich da ein bisschen mehr einarbeiten will, kann ja entsprechend hier mal diese Referenzen ein bisschen weiter verfolgen. Das werden wir jetzt nicht machen, das würde uns zu weit wegführen jetzt hier in der Vorlesung, aber merken uns, Grundlage sind Daten. Nützliche Daten sind Informationen, und aus Informationen generiert man dann als Person beispielsweise Wissen in Form von Glauben, Schlussfolgerungen und Ideen, die man so entwickelt im ganzen Leben. Ein Informationssystem ist dann wieder ein System, das hilft, Daten überhaupt zu organisieren. Und wenn man dann die Daten organisiert, dann helfen die einem dabei, Informationen zu erzeugen, auch zu speichern. Dort gehört das Ganze dazu, wenn ich es speichern möchte, natürlich auch das ganze hardware-seitige Equipment dazu, aber eben auch Software und die ganzen Menschen, die solche Systeme bedienen müssen. Also ein Informationssystem ist jetzt nicht irgendwie was, was nur aus Metall besteht. Es hat einen Metallteil, also im Prinzip die Server, die irgendwo stehen müssen, hat aber auch einen Software-Teil, eben die Programme, die Algorithmen, die versuchen mir zu helfen, das Ganze zu organisieren. Und am Ende braucht man auch irgendwie Menschen, die das Ganze am Laufen halten. Das würde man insgesamt als Informationssystem bezeichnen, wenn noch die Daten dabei sind. Ohne Daten, wenn das Ganze leer ist, würde man wahrscheinlich auch nicht Informationssystem dazu sagen. Solche Informationssysteme können dann helfen, Informationsbedürfnisse zu erfüllen. Ein Informationsbedürfnis ist eine sehr wachsweiche Definition, gebe ich zu. Ist im Prinzip irgendwie ein Bedürfnis von jemandem, Informationen zu lokalisieren oder zu erhalten, um irgendwie ein bewusstes oder ein unbewusstes Ziel zu erreichen. Meistens würde man wahrscheinlich davon ausgehen, dass man sagt, das Ziel sollte eigentlich schon bewusst sein, dann habe ich ein Informationsbedürfnis, aber manchmal hat man auch einfach unbewusste Ziele. Wenn man nämlich gar nicht genau weiß, was man sucht, dann ist einem also auch noch gar nicht ganz genau bewusst,
was für ein Informationsbedürfnis man vielleicht hat. Man spürt nur so, irgendwie fehlt mir vielleicht irgendwas. Um jetzt so ein Informationsbedürfnis zu erfüllen, so ein Information Need zu erfüllen, fragt man im Prinzip, wie relevant sind denn Informationen, die ich dem Nutzer zeige, also nützliche Daten, wie relevant sind die? Und je relevanter, je besser das der Person hilft, das Informationsbedürfnis zu erfüllen, desto relevanter, würde man sagen, waren die Informationen. Im Information Retrieval geht es oft darum, dass man ganze Dokumente irgendwie zurückliefert. Ne? Bei Websuche sind im Prinzip hinter diesen einzelnen Treffern ganze Dokumente verborgen. Geht aber auch dazu über, dass man eben sowas wie bei Google die Featured Snippets, also nur noch kleine Auszüge davon sieht, die dann in solchen direkten Antwortboxen stehen. Aber im Prinzip würde man fragen, jedes dieser Items, also ganzes Dokument oder Featured Snippets, wie gut hilft mir das denn, mein Ziel zu erreichen, was hinter meinem Informationsbedürfnis liegt? Und je besser es mir dabei hilft, das Ziel zu erreichen, desto relevanter. Also Relevanz ist im Prinzip irgendwie, naja, kein binäres 0-1-Ding, sondern es gibt wahrscheinlich verschiedene Abstufungen von Relevanz. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch, dass man so ein bisschen bemerkt, dass die Relevanz ganz klar vom Nutzer abhängt. Also jemand, der sich zum gleichen Thema irgendwie informiert wie jemand anders, der aber mehr Vorwissen hat, dem sind natürlich auch die grundlegenden Sachen beispielsweise noch als erstes zu vermitteln. Also demjenigen, der weniger Vorwissen hat, muss ich auch noch Dinge zeigen, die der mit mehr Vorwissen vielleicht schon kennt. Und deswegen steht hier eben der Nutzer mit in der Relevanzdefinition in Anführungsstrichen drin, weil der Nutzer eben ganz klar mitbestimmt, welche Dinge jetzt eigentlich tatsächlich relevant sind. Passt zwar zum Thema, topically relevant vielleicht, passt aber eigentlich nicht zum Nutzer, weil er das alles schon weiß, dann ist es für den eigentlich nicht mehr relevant. Diese Abstufung wird man dann später auch immer mal wieder in der Vorlesung begegnen, wenn es darum geht, Relevanz zu bewerten. Dann kommt es eben darauf an, ob man das klassisch einfach nur danach bewerten will, ob das Dokument oder das Stückchen Information gut zum Informationsbedürfnis passt oder ob es auch noch gut zu dem Nutzer passt. Also nicht nutzerunabhängig, sondern eben nutzerzentriert gut passt. Wenn man sich überlegt, was eigentlich ein Informationsbedürfnis dann ist, habe ich nochmal kurz aufgeschrieben, also es ist im Prinzip ein kognitives Bedürfnis, das einem hilft, so eine Art Wissenslücke zu schließen. Also manchmal ist man sich bewusst, dass man eine Wissenslücke hat, dann weiß man, wonach man sucht. Manchmal ist man sich nicht bewusst, außer dass man irgendwie das Gefühl hat, na, so ein kleines bisschen könnte da noch was fehlen. Das ist dann genau irgendwie auf dem Weg zu einem Informationsbedürfnis, was unbewusst ist. Insgesamt würde man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr nur sagen, man studiert Informationsbedürfnisse, sondern schon seit längerem sagt man eigentlich, will man das ganze Informationsverhalten von Menschen studieren. Also wie gehen die mit verschiedenen Informationskanälen um, wenn sie irgendwie Informationen suchen und benutzen. Wie sieht das jetzt aus? Hat man einen Mensch, also ein stilisierter Mensch, der hat irgendwie ein Ziel, wie gesagt, bewusst oder unbewusst, ein Ziel, irgendwie was zu erledigen, eine Aufgabe zu lösen oder so, oder irgendwie irgendwas in Erfahrung zu bringen. Und ein Mensch hat auch Wissen. Jetzt könnte es sein, dass das Wissen ausreicht, um das Ziel zu erreichen. Also das erworbene Wissen im Leben des Menschen, das reicht aus. Er erinnert sich noch irgendwie an das, was er da braucht. Und er erfüllt es einfach. Okay, das sind die für die Information Retrieval Fälle langweiligen Ziele. Interessanter sind die Ziele, die man als Mensch vielleicht hat, bei denen man irgendwie dieses Knowledge Gap hat. Also irgendwie fehlt das Wissen, was mir hilft, meine Aufgabe zu erledigen, mein Ziel zu erreichen. Und jetzt fängt es an, interessant zu werden, weil der Mensch dann natürlich merkt, bewusst oder eben auch unbewusst, da fehlt was. Er kann vielleicht nicht genau ausdrücken, was fehlt, aber er weiß, da fehlt irgendwie was. Jetzt versucht er das irgendwie als ein Informationsbedürfnis für sich zu fassen. Also er ist sich bewusst, mir fehlt irgendwie was. Jetzt versucht er das Ganze vielleicht zu verbalisieren im Sinne von, er wird zum Nutzer eines Informationssystems. Das Informationssystem hat Daten in Form von Dokumenten vorliegen. Wie hat es irgendwie so vorliegen, dass es darin Dinge finden könnte? Und das Informationsbedürfnis des zum Nutzer gewordenen Menschen wird jetzt also verbalisiert als eine Anfrage. Und die Anfrage kommt so ein bisschen darauf an, was das für ein Informationssystem ist, in welcher Sprache man sozusagen die Anfrage ausdrückt. Also in welcher Anfragesprache beispielsweise kann ich ganze Fragen stellen oder eher nur sowas wie Schlüsselwörter in eine Suchbox eintragen. Das wäre also die Frage, wie ich jetzt als Nutzer meine Anfrage formulieren muss. Wenn ich die Anfrage formuliert habe, wird das Informationssystem
mit Dokumenten, hoffentlich nützlichen Dokumenten, also Informationen, Antworten. Und der Nutzer muss dann für sich bewerten, sind die relevant für das Informationsbedürfnis oder nicht. Wenn er was findet, was relevant ist, wird also das Knowledge Gap geschlossen. Ich als Nutzer habe jetzt das Wissen, was ich brauche. Wenn also die Informationen mein Informationsbedürfnis erfüllen, dann weiß ich plötzlich, wie ich meine Aufgabe lösen kann. Klingt alles ein bisschen abstrakt. Meistens sucht man vielleicht einfach nur irgendwie einen Fakt, sowas wie, was ist der höchste Berg der Welt oder so. Und dann hilft einem dann einfach so ein Informationssystem, was so eine Wissensbasis im Hintergrund hat und sagt, ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also auch da ist ja die Antwort wahrscheinlich nicht eindeutig, wie man es meint. Meint man irgendwie am höchsten above Sea Level, also über Normal Null, oder meint man, ja, wenn man vom Meeresgrund Berge nach oben rechnen würde, dann ist vielleicht doch nicht der Mount Everest der höchste auf der Erde. Also es könnte so ein bisschen noch davon abhängen, aber im Prinzip könnte das Informationssystem ja sagen, naja, wenn du es so meinst, dann wäre es dieser Berg, wenn du es so meinst, dann wäre es jener Berg und damit wahrscheinlich das Informationsbedürfnis, also in dem Fall hier erfüllen. Also dieser Kreislauf, dass man als Mensch diese Wissenslücke spürt, ein Informationsbedürfnis also in sich trägt und das Ganze als Anfrage formuliert an ein Informationssystem. Das ist so das Typische, wie man ein Informationssystem-Nutzerumfeld skizzieren würde. Wenn man das Ganze jetzt in den Bereich des Information Retrieval, kürzen wir mal mit IR ab, in den Bereich des Information Retrieval übertragen würde, dann hat man also drei Bereiche. Information Retrieval insgesamt als das große Ganze, was sich unterteilt in sogenanntes kognitives Information Retrieval oder nutzerorientiertes Information Retrieval. Das ist eher so auf der Seite des Menschen, der die Informationsbedürfnisse trägt, und dann die systemorientierte Sicht aufs Information Retrieval, wo man eben darum sich bemüht, so ein Informationssystem zu bauen. Also eher die algorithmische Denke auf der linken Seite, die informationswissenschaftlichere Denke eher auf der rechten Seite. Und es geht eben darum, einen guten Mix aus beiden zu finden, um eben ein gutes Information Retrieval-System zu bauen. Was ist Information Retrieval? Naja, das ist also die Aktivität, die durchgeführt wird, wenn man relevante Informationen für ein Informationsbedürfnis aus Daten ableitet oder herleitet, um eben Informationen aus Daten zu gewinnen. Als Forschungsfeld ist Information Retrieval eins, das sich damit beschäftigt, wie Informationssysteme dabei helfen, Wissen aus Daten zu generieren. Also wir wissen noch, Daten sind quasi die Grundlage. Nützliche Daten sind Informationen, aus Informationen kann man Wissen generieren. Aber es ist nicht nur das, sondern es ist eben auch das Bauen von solchen Systemen, die einem dabei helfen, also solchen Informationssystemen, also Designentscheidungen, die Implementierungsentscheidungen, eine Evaluierung von solchen Systemen und eben auch eine Analyse, wie gehen Menschen oder eben Nutzer mit solchen Systemen um. Das Ganze ist das Feld des Information Retrieval, also im Prinzip angesiedelt im Bereich der Informationssysteme. Und die Rolle des Informationssystems, hatten wir gerade eben gesehen in dieser Definition des Information Retrieval, teilt sich eben auf in so einen Dreiklang, könnte man sagen. Die systemorientierte Sicht aufs Information Retrieval, das ist also so die technologisch getriebene Seite, Algorithmen und irgendwie Hardware, die einem hilft, möglichst schnell Dinge zu finden. Und dann gibt es eben noch die kognitive Sicht, wo man eben fragt, wie gehen Menschen, wie interagieren Menschen mit solchen Retrieval-Technologien, wie gehen sie damit um? Und natürlich wird das dann wieder informieren, wie man solche Systeme besser bauen kann. Und eben auch die nutzerorientierte Sicht aufs Information Retrieval, wo man sich fragt, wie gestalten denn eigentlich solche Informationssysteme unsere soziotechnischen Entwicklungen, also gesellschaftlich, was für eine Rolle spielen denn solche Information Retrieval-Systeme da eigentlich? Also noch so ein bisschen noch einen Schritt zurückgetreten und gesagt, vielleicht interessieren uns da gar nicht genau die Algorithmen so sehr, sondern eher, welchen Einfluss solche Systeme eigentlich auf die heutige Gesellschaft nehmen. Dann sind da noch so ein paar Begriffe in der Definition, sowas wie Design. Also da geht es darum, eine Softwarearchitektur oder überhaupt die Architektur von Suchsystemen zu verstehen. Werden wir im nächsten Teil der Vorlesung dann dazu kommen. Aber da ist auch sowas dabei wie Algorithmen oder die Interfaces. Wie greift man auf solche Suchmaschinen eigentlich als Mensch oder auch als anderer Algorithmus gut zu? Die Implementierung, ja, da steckt sowas dahinter wie Hardware braucht man natürlich, also Maschinen, auf denen das läuft, dann müssen die Algorithmen deployed werden und natürlich muss das Ganze auch am Laufen gehalten werden. Eine Evaluierung betrifft immer mindestens zwei Sachen: Effektivität, also werden gute Ergebnisse zurückgeliefert, und Effizienz, werden die auch schnell und mit wenig Memory Footprint und sowas zurückgeliefert. Und am Ende eben noch die Analyse der Systeme,
Das beschäftigt sich dann damit, mit Experimenten oder Nutzerstudien herauszukriegen, ob die Systeme gut funktionieren. Das kann aber auch sowas sein wie Log-Analysen, also gar nicht explizit Nutzer zu befragen, sondern implizit dabei zu beobachten, wie sie mit den Systemen umgehen und daraus zu lernen, was man hätte besser machen können und das dann danach natürlich besser zu machen. Die Hauptherausforderung im Bereich des Retrievals hatten wir auch schon das ein oder andere Mal in den vorigen Vorlesungsteilen angesprochen, ist natürlich, dass die Anfragen an das System meist sehr vage sind. Also nicht immer ist dem Menschen direkt klar, was eigentlich sein Informationsbedürfnis eigentlich ist und wie er das gut verbalisieren könnte. Das Ziel ist also manchmal gar nicht klar. Außerdem könnte es sein, dass der Mensch gar nicht genau weiß, was die besten Begriffe wären, um seine Informationen aus dem Informationssystem zu ziehen. Das ist so dieses Vocabulary-Mismatch-Problem. Man fragt mit einem Wort, das System versteht es nicht richtig, hätte aber ein anderes Wort benutzt werden können, dann wäre die Antwort richtig gewesen. Es könnte auch sowas sein wie ein Reihenfolgeproblem, wenn Sie sich an die Beispiele erinnern, wo die Suchmaschinen manchmal eben die Anfrage nicht verstanden hatten aus dem Vorlesungsteil, wo wir uns ein paar Retrieval-Beispiele angeschaut haben. Das könnte man auch als Vocabulary Mismatch im Prinzip bezeichnen. Außerdem ist es oft so, dass man, wenn man eine vage Anfrage bekommt, natürlich als Mensch sofort sagen würde, kannst du mir noch mal ein bisschen was Genaueres dazu sagen? Das ist dann so eine Art Dialog, in die man eintritt, damit man besser versteht, was der Gegenüber eigentlich möchte oder das Gegenüber möchte. Bei Maschinen ist das ein bisschen schwieriger, weil natürlich die meisten Menschen eigentlich erwarten, dass direkt die richtige Antwort kommt. Es kann davon abhängen, so eine vage Anfrage zu verstehen, was eigentlich vorher kam. Also manchmal versteht man einfach besser, wenn man die letzten drei Anfragen auch noch kennt, was der Nutzer jetzt vielleicht gerade möchte. Und oft ist es einfach so, dass man auch, um so eine vage Anfrage zu beantworten, einfach aus verschiedenen Quellen Informationen kombinieren muss. Eine Herausforderung. Eine andere Herausforderung ist, dass man natürlich eigentlich immer unvollständiges oder auch unsicheres Wissen mit zurückliefern muss als Informationssystem. Und das hat irgendwie was mit der Semantik zu tun. Manche Domänen sind einfach per se, per Inhärenz einfach unvollständig und unsicher. Also sowas wie alles, was mit Meinung zu tun hat, sowas wie Meinung über Politik, naja, da kann es nicht die richtige Antwort geben. Oder sowas wie glaubensorientierte Sachen, Religion oder so, da ist es ja auch so, dass man jetzt nicht die richtige, korrekte Antwort von so einem System auch erwarten kann, weil es die einfach nicht geben wird. Und Sachen, die man interpretieren kann, sowas wie geschichtliche Ereignisse oder Nachrichten oder so, auch da ist es so, dass man eigentlich als Informationssystem das Problem hat, dass es eben gar nicht die korrekte Antwort gibt, die das Gegenüber, der Nutzer vielleicht erwartet. Weitere Herausforderung ist die Frage, wie gut eigentlich die Ergebnisse sind, hier jetzt als Accuracy bezeichnet. Also ist das das, was mir hilft, meine Aufgabe zu erledigen, wenn mir das System das zurückliefert? Idealerweise ja immer. Aber es ist eine Herausforderung, der sich so ein Retrieval-System dann stellen muss. Und am Ende natürlich, wenn das Ganze 10 Jahre dauert, bin ich vielleicht auch nicht mehr so dran interessiert. Also der letzte Punkt, Effizienz, ist die Frage beispielsweise, wie lang braucht denn das Informationssystem, das Retrieval-System, um mir eine Antwort zu geben? Zu lang ist manchmal nicht gut. Ich hatte schon in einem vorhergehenden Screencast erwähnt, wenn eine Suchmaschine aus Versehen 450 statt 400 Millisekunden braucht, dann werden die meisten Menschen schon unbewusst sehr ungeduldig und würden eher wahrscheinlich dazu tendieren, das System auch mal zu wechseln. Ja, noch ein paar weiterführende Sachen. Ingwersen hat das Ganze so ein bisschen weiter ausgeführt und mal so ein bisschen erklärt, was eigentlich das Ziel eines Retrieval-Systems im realen Umfeld sein sollte. Also was so auch die Unterschiede zwischen systemorientierter und nutzerorientierter Sicht sind. Haben wir jetzt auch schon so ein bisschen natürlich besprochen. Die Definitionen sind natürlich irgendwie vage und wir haben jetzt hier versucht, für die Vorlesung einfach so möglichst gemeinsamen kleinen Nenner zu finden. Aber am Ende ist es so, ist das jetzt kognitiv oder nutzerorientiert, ist manchmal nicht so klar. Relativ klar ist eigentlich, dass die systemorientierte Sicht eher algorithmisch, technologisch orientiert ist und die anderen beiden kognitiv und user-oriented eher so den Nutzer eben mit ins Bild ziehen. Die Idee, warum das Ganze überhaupt auch nutzerorientiert ist, die ist vielleicht nicht von ganz Anbeginn mit da gewesen. Am Anfang hat man vielleicht eher so drüber nachgedacht, welche Verfahren denn helfen können, gut die nützlichen Informationen aus einem großen Datenpool zu ziehen. Das war eher so ein geschlossenes System, aber sobald man so die Nutzersicht mit reinbringt, hat man eben auch so die Interaktion von solchen Systemen mit ihrer Umwelt, mit den Nutzenden
dann im Blick und kommt dann eben zu solchen soziotechnischen Systemen, die sich eben fragen, was verändert sich denn gesellschaftlich dadurch, dass wir solche Systeme nutzen und wie interagieren denn Menschen überhaupt mit solchen Systemen in Form von beispielsweise großen Websuchmaschinen? Ja, so viel zur Begriffsklärung, also über den Weg Daten, Informationen, Wissen haben wir jetzt für uns erklärt, was eigentlich so ein Retrieval-System macht, nämlich versuchen, dem Menschen zu helfen, Wissenslücken zu schließen bei der Erfüllung von irgendwelchen Aufgaben, die sich manchmal nur mental stellen, manchmal sind es auch ganz physische Aufgaben, bei denen man die Hilfe braucht. Wie macht man das? How to build a fence beispielsweise oder so. Und am Ende hat man hoffentlich Informationen gewonnen, also nützliche Daten, die einem helfen, zu wissen, wie das Problem zu lösen ist. So viel für diesen Teil. Danke fürs Zuhören.